Aloha, lieber Krebs. Wenn auch dich interessiert, was denn der Februar 2024 für dich so bereithält, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello, lieber Krebs. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den Februar 2024. Wenn du den Krebs in deinem Sonnenzeichen, Mond, Venus oder aber auch Aszendent hast, bist du hier vollkommen richtig. Du kannst diese Legung aber auch sehr gut sehen, wenn du als Crosswatcher auf einen Krebs schaust. Wie du siehst, habe ich hier die Kartendecks schon vorbereitet. Die genaue Beschreibung als auch die Verlinkung zu den Verlegen findest du wie immer in der Infobox. Ich werde mit dir zusammen dann noch eine Orakelkarte springen lassen und ansonsten werde ich jetzt hier erstmal das große Blatt für dich ausbreiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, lieber Krebs, wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt für dich ausgebreitet. Jetzt möchte ich natürlich auch gerne für dich hier noch eine Orakelkarte springen lassen, um zu gucken, welche Grundenergie begleitet dich denn durch den Februar 24. Um was geht es hier für Krebsgeborene im Februar? Eine Botschaft bitte. Und wir haben die göttliche Liebe. Wie schön, diese wahre Liebe gibt es nur einmal im Leben. Okay, das kann alles sein. Das spricht jetzt hier überhaupt keinen Herzensmensch an. Also falls du jetzt hier Single bist und es gibt auch überhaupt niemanden gerade in deinem Leben, dann möchte dir diese Karte sagen, die göttliche Liebe ist in deinem Feld im Februar 2024 und das bedeutet, dass du für etwas deine wahre Liebe entdecken wirst, falls die eine sehr lange Zeit verborgen war. Das kann also auch sein, dass du hier ein neues Hobby für dich entdeckst, dass du hier eine Leidenschaft für dich entdeckst oder auch, falls du hier gar nichts entdeckst, sondern neu rauskramst, dass du hier halt nochmal einen Neubeginn mit einer Situation oder eben auch mit einem Mensch startest, weil du hier für dich erkannt hast, dass das eine einmalige, dass das einmalige Gefühle in dir auslöst. Ja, sehr, sehr interessant. Ansonsten, lieber Krebs, haben wir hier im Outcome noch den Fokus und wir haben hier die vier der Schwerter. Also scheinbar bist du gerade ziemlich auf das fokussiert, was du mit deinem Sinn des Sehens wahrnehmen kannst. Also das ist auch immer sehr schlecht, das sage ich dir direkt, weil es ist halt oberflächlich. Also du betrachtest die Welt und du nickst alles ab, was du mit deinen Augen erkennen kannst. Und alles, was du nicht sehen kannst, an das glaubst du nicht im Februar. Das kann sein, wir werden das mal erörtern, an was das hier liegt, dass du da so ein bisschen dich einschränkst in deiner Wahrnehmung, aber das ist das, was mir hier am meisten rüberkommt. Und vor allem die vier der Schwerter, du siehst ja bei diesem Lamm, dass dieses Lamm hier das dritte Auge hier geöffnet hat, ne? Oder das hier eben am Strahlen ist. Und das möchte dir hier diese Kartenkombination auch ein bisschen sagen. Also bitte halte dich nicht nur mit deinen Sinnen auf, die du hören, sehen, fühlen, schmecken kannst, sondern betrachte auch das, was sich für dich so nicht wahrnehmen lässt, sondern auf einer anderen Ebene sich abspielt. Und ich möchte dir hier, lieber Krebs, gerne mal das Beispiel der Gedanken näher bringen. Vielleicht fällt es dir so leichter, dann auch an spirituelle Dinge zu glauben. Denn du weißt ja, dass jeder Mensch so über, was weiß ich, glaube 400.000 Gedanken am Tag hegt. Und Gedanken kannst du ja auch weder sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen, sondern sie sind halt einfach da. Manchmal kann man sie hören, ne? Vor allem auch, wenn die so ein bisschen aus unserer inneren Stimme heraus entstehen. Aber Gedankenebene ist eine Metaebene. Das ist auch etwas, was du hier so nicht wahrnehmen kannst. Und vielleicht wäre es hier für dich mal wichtig, in dich reinzuhören, weshalb du dich denn hier in diesen Dornröschenschlaf versetzt hast. Also
Ich nehme das hier für die meisten so wahr, dass du mit dieser Energie in den Februar startest und dass der Februar aber, und das ist auch für andere Sternzeichen hier essentiell, auch immer wieder hat sich das so gezeigt, dass der Februar dir dabei helfen wird, hier diese Eisschicht aufzubrechen, dass du hier wieder aus diesem selbstgewählten Dornröschenschlaf dich jetzt eben erhebst und jetzt wieder ins Tageslicht trittst, beziehungsweise du solltest hier mal deinen Fokus drauf legen. Warum hast du dich zurückgezogen und was befürchtest du denn? Weil bei vier der Schwerter geht es auch immer so ein bisschen darum, dass du auch wie diese vier Schwerter so über dir hängen, dass du auch das Gefühl haben könntest, dass du hier ständig irgendwie dich rechtfertigen musst, dass du hier immer wieder dich missverstanden fühlst von Menschen in deinem Umfeld oder auch von Situationen. Und du hast so das Gefühl, jeder ist gegen dich und du musst hier ständig Partei für etwas oder für dich selbst ergreifen und dich erklären. Und du fühlst dich auch ein bisschen bedroht tatsächlich. Das kann auch durch einen gewissen Umstand geschehen sein. Wir gucken es uns jetzt gleich mal an. Lieber Krebs, wenn ich jetzt hier in dein großes Blatt so reinsteige, dann sehe ich natürlich als allererstes das Herz hier als erste Karte. Da könnte man jetzt denken, wow, super, das ist dein Thema. Mit Sicherheit liegt auch dein Thema sehr stark in den Emotionen und in den Gefühlen. Und ich sehe hier auch, dass du eine sehr lange Zeit schon geduldig warst oder bist in deinem Leben und dass du eben aber auch sehr vorsichtig durch das Leben gerade gehst und auch, also du besitzt eine gewisse Vorsicht und auch so einen gewissen Rückzug und so eine gewisse Scheue auch vor Menschen, auch gerade vor Menschen, die dich jetzt nicht so tangieren, aber gleichzeitig bist du auch mit einer messerscharfen Zunge ausgestattet im Februar. Das bedeutet, wenn dir hier jemand falsch oder dumm rüberkommt, dann wirst du diesem Mensch oder dieser Situation ganz klipp und klar sagen, was hier Sache ist. Ja? Also achte hier bitte dann auch unbedingt auf deine Kommunikation, weil du könntest hier ein bisschen gereizt sein oder hier ein bisschen drüber reagieren und vor allem eben auch sehr, sehr eine spitze, scharfe Zunge haben. Ja, und die kommt dir jetzt nicht gerade sehr zugute in diesem Monat. Also passt da also ein bisschen auf, ja. Ansonsten sehe ich eben, dass dein Herzchakra, und ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer der letzten Monatslegungen bei dir schon mal gesehen oder gesagt, dass dein Herzchakra hier verschlossen ist. Du hast hier Hürden, du hast hier Blockaden auf Herzebene, die du gerne lösen möchtest, aber du weißt gerade noch nicht so richtig wie. Ich sehe hier auch, dass es verschiedene Krebsmenschen gibt, die hier auch nach Hilfe im Außen suchen, also ob das jetzt Therapeuten sind oder irgendwelche Hobbys, mit denen es dir dann leichter wird, einen Zugang zu deinen Gefühlen zu finden. Du bist hier auf jeden Fall aber dran, weil du nämlich auch für dich selber gemerkt hast, du kannst jetzt auch noch 100 Jahre warten, aber hier wird nichts passieren. Solange du dein Herzchakra geschlossen hast, kann auch keine Liebe im Außen hier auf dich zukommen. Und die göttliche Liebe ist ja aber hier in deinem Feld oder möchte hier gerne in dein Feld treten, weil es jetzt eben für deinen Entwicklungsschritt im Februar wichtig sein wird, ja. Und deswegen, lieber Krebs, sehe ich auch hier eine Entscheidung auf dich zukommen. Spätestens ab der 3., 4. Februarwoche hast du hier die Wahl zwischen zwei Optionen. Für einige können das sogar noch mehr Optionen sein, ja. Und das macht es dann eben auch nicht noch einfacher, sondern umso schwieriger. Und was ich halt hier auch sehr stark wahrnehme, ist, dass du hier, glaube ich, gerne eine Entscheidung treffen würdest, um dein weiteres Leben in eine neue Bahn zu lenken. Aber es gibt Sachen, du hast Verpflichtungen irgendwie an der Backe oder du hast hier einfach auch Menschen um dich herum, denen du dich verantwortlich fühlst und wo du halt einfach sagst, ich kann deswegen hier nicht mich so frei oder so klar entscheiden, wie ich es eigentlich gerne würde. Und deswegen hältst du hier eben auch an diesen alten Themen fest. Falls du zum Beispiel ein Kind hast, dann sagst du, ich kann hier nicht gehen, weil mein Kind braucht mich hier noch, auch wenn dein Kind vielleicht schon längst erwachsen ist oder so. Aber dennoch hast du hier ein sehr, sehr starkes Verantwortungsgefühl dieser Person gegenüber. Ja?
Also es gibt hier eine Herzensentscheidung, die du im Februar für dich zu treffen hast, die was mit deinem Wachstumsprozess zu tun hat, aber auch gleichzeitig mit dem Thema Festhalten. Also hier geht es für dich darum, einen Weg zu finden, der beiden Anteilen in dir gerecht wird und der auch für dich in Ordnung ist, aber auch für dein Umfeld, weil das ist das, was du hier, glaube ich, suchst. Eine Lösung, die für alle okay ist, ja. Und ich sehe auch hier mit der Friedenstaube sehr in der Mitte, sehr zentral, dass du diese Lösung auch hier für dich finden wirst. Ja, du bekommst hier auch Wegweiser, du bekommst hier auch Zeichen und Impulse, die es dir einfacher machen. Also erstens mal auch deinen Zweifler, deinen Verstand hier mal ein bisschen milde zu stimmen, weil der ist, wird auch sehr laut, auch wieder im Februar hier für dich sein. Das kommt einfach aus deinem Unterbewusstsein. Du hast hier nach wie vor unbearbeitete Themen. Das sehe ich aber auch schon seit Monaten bei dir, lieber Krebs, in den Legungen. Das ist natürlich deine Entscheidung, wann du da Lust hast, dir das mal anzusehen, ne? Und ich meine, du kennst sicher auch viele Beispiele an Menschen, die es nie schaffen, sich selbst zu reflektieren oder auch nie Bock haben werden, sich da mit sich selbst auseinanderzusetzen, und die leben auch, ne? Also, aber solange wird sich das halt wahrscheinlich auch immer wieder zeigen, dass du halt starke Verletzungen in deinem Unterbewusstsein hast, starke Verletzungen hier auf Herzensebene bei dir in der Vergangenheit geschehen sind, die nach wie vor nicht verheilt sind. Aber das liegt an deinem festen Schutzpanzer, den du hier außen herum machst, und du hüllst dich hier auch in Schweigen anderen Menschen gegenüber. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel schon in Therapie bist und hier vielleicht auch irgendwas aufarbeitest aus deiner Vergangenheit, es gibt hier einfach ein Thema oder vielleicht auch einen großen Themakomplex für dich, den gibst du so einfach niemandem preis. Vielleicht hast du das Thema mal angerissen, aber da kommt man bei dir halt einfach, da dringt man nicht durch deinen Panzer, ja. Und deswegen ist es auch deine Entscheidung und auch dein Recht hier zu sagen, okay, dann schleppt es halt weiter mit dir rum, ne? Und das ist auch so ein bisschen der Grund für diese vier der Schwerter, dass du sagst, okay, dann lasst mich doch jetzt hier mal mit meinem Thema hier in Ruhe und lasst mich doch alleine. Das ist in Ordnung. Du wirst für dich schon den richtigen Weg finden, das mal anzusehen. Dann, ich weiß nicht, ob das mit diesem Thema zu tun hat, was ich hier jetzt gerade schon ein bisschen länger beschreibe. Wir haben hier halt auch leider den Teufel mit den drei Schwertern, und wir haben hier noch das Buch als auch den Schlüssel, der hier noch umherum liegt, und das zeigt mir eben auch einfach, dass du irgendwelche Unzulänglichkeiten in deinem Sein hast. Es können hier auch toxische Züge sein. Es ist ja auch gut möglich, dass du Süchte hast oder eine gewisse Sucht hast, die du also erstens mal vor deiner Außenwelt möglichst im Verborgenen hältst. Und wenn du jetzt sagst, nee, das bin definitiv nicht ich, ich habe weder Süchte noch habe ich hier irgendwelche Neigungen, mich irgendwie falsch anderen Leuten verhalten zu müssen oder was auch immer, dann kann das hier natürlich auch dein Gegenüber sein. Ja, also das ist eine kollektive Legung, insofern schau mal bitte, wer hier wo immer angesprochen wird. Jedenfalls, dieser Teufel, der sich hier zeigt, der ist sehr manipulativ. Hier geht es um einen starken Herzschmerz, hier geht es um einen extremen Verlust, den man hier erlitten hat. Es ist auch etwas, was dir auch hier sehr bekannt ist in deinem Leben, was hier vielleicht auch schon nicht nur einmal geschehen ist, sondern vielleicht auch häufiger. Ja? Für manche können das drei wirklich wichtige Traumata sein oder drei Situationen oder Ereignisse, die hier passiert sind, die dich halt immer noch, also erstens mal stark geprägt haben, aber auch die dich auch immer noch in der Angst lassen und die dich auch immer noch verzweifeln lassen, ja. Und du suchst dir halt einfach eine Lösung für dieses Problem. Jetzt mal angenommen, du hast eine Sucht, wie zum Beispiel du rauchst, ja. Ich nehme jetzt einfach mal diese Sucht und jetzt hat sich mein Hund gerade weh gemacht. Och je. Sorry, jetzt wurde ich hier halt leider unterbrochen. Ähm,
Es ging gerade hier um den Teufel, genau, und um dieses Thema, dass es eventuell auch eine Sucht sein kann. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel rauchst, ja, dass du weißt, dass es nicht gut für dich ist, aber du weißt einfach nicht, wie du damit aufhören kannst, ja. Und was ich hier auch reinbekomme, ist, wenn du zum Beispiel selber auf Social Media aktiv bist oder vielleicht auch Autorin oder Autor bist oder so. Dann kann das hier auch dafür stehen, dass du wie so eine Art Schreibblockade hast oder dass dir auch in der Kommunikation irgendwie die richtigen Worte fehlen für einen gewissen Mensch oder auch für ein gewisses Thema, was du gerne zwar angehen würdest und besprechen würdest, weil ich nehme nämlich so wahr, dass all das, was hier mit diesen Unzulänglichkeiten, mit diesen Süchten, mit diesem destruktiven Verhalten zu tun hat, was sich hier noch im Verborgenen für dich zeigt, wo aber immer wieder für dich an die Oberfläche kommt. Es können auch einfach extrem negative Gefühle sein, Gefühle von Angst oder von Panik. Vielleicht hast du Panikattacken. Auch das kann hier wirklich sehr, sehr gut der Fall sein. Oder du hast extreme Angstzustände, ja. Und die rauben dir nicht nur den Schlaf, sondern die unterdrücken deine wahre Seelenessenz. So nehme ich das hier wahr. Deswegen, lieber Krebs, wenn du die Kraft hast, nachdem du dich hier aus deinem Rückzug wieder rausbegibst, ja, dann schau dir dieses Thema unbedingt mal an und guck mal, wo du dir da noch Hilfe holen kannst. Weil das Schöne ist, dass die Karten hier tendenziell schon prophezeien, dass du auf jeden Fall dieses Thema in den Griff bekommen kannst, weil jetzt wäre nämlich genau der richtige Zeitpunkt dafür, ja. Und für einige ist es auch so, du brauchst hier gar keine Hilfe vom Außen, weil du besitzt nämlich schon alle Talente, alle Skills, die du brauchst, damit du dieses Thema in dir selber sozusagen beruhigst, ja, dass du hier auch nicht deinen Verstand so sehr die Kontrolle über dein Leben übernehmen lässt, sondern dass du dich hier auch mehr von deinem Herzen leiten lässt. Das wäre auch ganz, ganz wichtig für dich im Februar. Ansonsten, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Liebe. Ich sehe hier, dass du selber hier in der dritten Reihe liegst, ganz egal, ob du jetzt hier als Frau oder als Mann zusiehst. Das bedeutet, dass es dir, wie gesagt, im Laufe des Februars auch besser gehen wird. Du kommst dann so ein bisschen aus dieser Stagnation raus, ne? Und aus diesen Gedanken. Kinos, die du da hier immer wieder hegst. Und ich sehe auch, dass du dadurch eben wieder mehr in die Kraft und in die Stärke findest, ja. Und für viele Krebse ist es so, dass du hier entweder einen Partner an deiner Seite hast, es einen Herzensmenschen in deinem Leben gibt, der dich auch sehr gerne unterstützt, aber ihr euch vielleicht auch gar nicht so häufig sehen könnt. Ich sehe hier immer so eine, dass ihr sehr miteinander verbunden seid und dass das auch eine sehr tiefe Liebe ist zwischen euch. Aber irgendwie fehlt es hier so ein bisschen an Zeit. Das ist das, was ich hier so wahrnehme. Oder eben auch an deiner Aufmerksamkeit, dass du sagst, ich kann gerade meinem Partner nicht mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, weil ich brauche meinen Fokus und meine Kraft gerade nur für mich selbst, ja. Und wir haben nämlich hier ein Pärchen liegen. Wir haben hier den König der Münzen und wir haben die Königin der Münzen. Und das nehme ich hier so wahr, das ist deine Energie im Februar. Du hast im Februar sehr stark deinen Fokus auf den materiellen Gütern. Du hast deinen Fokus sehr stark auf das Sehen, auf das im Außen, wie ich das vorhin schon ganz am Anfang betont hatte. Und da findest du nämlich deine Stabilität. Das gibt dir Sicherheit, wenn du weißt, das Haus ist abbezahlt, ich habe meine feste Wohnung, ich habe meinen festen Partner, ich habe meine feste Arbeit. Und dann hast du so das Gefühl, dann könntest du dich ja jetzt mal so langsam vielleicht auch um deine inneren Themen kümmern, die vielleicht hier ein bisschen chaotisch sind oder eben sehr traumatisch auch teilweise, ja. Aber im Grunde möchten die Karten hier sagen, hast du hier einen Mensch an deiner Seite, der dich wirklich auch in allen Themen unterstützt und der dir hier auch immer eine helfende Hand reicht. Und dieser
diese Person könnte eventuell eben vielleicht auch ein Erdzeichen sein. Vielleicht bist du mit Jungfrau, Stier oder Steinbock hier verpartnert oder in einer Ehe. Und es ist hier auch gut möglich, dass du, wenn du Single bist, gerade einen solchen Mensch datest, ja. Also, weil hier liegen nämlich sehr viele Treffen mit einer Person, die sehr stabil ist in ihren Aussagen, in ihrem Verhalten. Das ist jemand, der will eine feste Partnerschaft, der will sich festbinden. Das ist niemand, der Bock hat auf eine Affäre oder so, ja. Aber hier ist es eben so, du zweifelst an dieser Verbindung. Und ich nehme das hier auch teilweise so ein bisschen so wahr, dass du manchmal das Gefühl haben könntest, dass dir diese Verbindung zu schnell geschieht oder dass hier jemand zu gut ist, um wahr zu sein. Das ist genau das, was ich seit Anfang dieser Legung hier sehr oft auch reinkriege. Du hast ein ziemlich eingeschränktes Sichtfeld im Februar, auch gerade was so die Positivität betrifft, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass du vielleicht wirklich gerade sehr schlecht schläfst, ja. Und wenn wir schlecht schlafen, dann fehlt uns halt einfach diese Erholung und wir sind halt einfach gereizt, ne? Das hatte ich ja auch da oben schon gesagt. Wir sind vielleicht dann auch übervorsichtig in allem, was wir im Außen sehen und so mitkriegen, ja. Und du bist ja auch schon ein gebranntes Kind und du hast halt hier einfach keine Lust, hier nochmal irgendjemanden ins offene Messer zu rennen, ja. Und das ist eben auch das, was dich vielleicht auch hier emotional und gefühlsmäßig auch immer noch so blockiert, ja, dass du halt einfach Angst hast, wieder jemanden in dein Herzen zu lassen und dass dir dieser Mensch dann einfach nur dein Herz zerfetzt und dich dann so wieder einfach zurücklässt, ja. Und diese Angst ist aber hier völlig unbegründet und es wäre hier wirklich auch mal ratsam, wenn du dich diesem einen Mensch hier wirklich öffnest, ja. Du wirst ganz genau wissen, wer diese Person ist, wenn ich ihn hier oder sie eben gerade beschrieben habe. Und es kann ja auch gut und gerne wirklich jemand sein, den du noch gar nicht lange kennst oder den du vielleicht bis dato noch nicht kennst und erst in der dritten oder vierten Februarwoche hier kennenlernen wirst. Aber halt natürlich auch dann erst, lieber Krebs, wenn du es schaffst, hier aus deiner Bärenhöhle mal rauszukommen, ja. Aber lass dir da Zeit und es ist ja auch deine Sache, wie schnell du dich da wieder in den Griff kriegst, ja. Für viele wird auch Meditation sehr unterstützend helfen. Du könntest auch Atemübungen machen oder auch anderes autogenes Training, was dir halt einfach hilft, dich besser zu committen, dich be besser auf deine inneren Themen zu konzentrieren und nicht zu sehr den Fokus auf dem Außen zu haben, ja. Ich überlege die ganze Zeit, bei welchem Sternzeichen war das denn, wo ich das so was Ähnliches gesehen habe. Ich meine, das war der Zwilling. Wenn du es vielleicht auch mit Zwillingen in deinem Umfeld zu tun hast, dann schau dir auch gerne diese Legung für den Februar nochmal an. Weil auch bei Zwillinge war es so, hier gibt es mehrere Möglichkeiten und du verzettelst dich immer, weil du deine Energie vielen kleinen Dingen dieser Aufmerksamkeit richtest, anstatt essentiellen Themen in dir selbst. Dass wenn du da das Augenmerk einmal drauf legst, dass es dadurch eben alleine schon verschwindet, weil du es dir betrachtest. Aber wenn du eben auf so vielen Hochzeiten tanzt und ein bisschen da Energie hinschickst und ein bisschen da, dann verzettelst du dich einfach nur und du fühlst irgendwann, du fühlst dich irgendwann leer und ausgebrannt. Und das ist auch das, was ich hier so ein bisschen auch bei dir wahrnehme. Was hier auch diese neuen Schwerter auch da nochmal repräsentieren können, ja, dass du dich einfach so ein bisschen wie im Burnout fühlst oder so ausgebrannt und einfach leer, ja, obwohl du jetzt gar nicht unglücklich bist und ja auch viele Lebensbereiche bei dir richtig gut laufen, ja, versuch mal deinen Fokus hier auf wirklich wichtige Dinge zu richten, auf ein, zwei Sachen und den Rest machst du halt irgendwann anders. Aber die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und wenn du dich da eben verzettelst durch zu viele verschiedene Dinge, dann kann das nichts werden, ja?
Okay, und dieser Mensch, der dir hier begegnen wird, wenn er es noch nicht getan hat, kann es auch gut sein, dass du diese Person über die Arbeit kennenlernen wirst oder eben vielleicht auch da, wo du neue Hobbys beginnst, da, wo du vielleicht Hilfe findest, wo Gleichgesinnte sind, die vielleicht auch ähnliche Themen haben in Suchtverhalten oder eben vielleicht auch in irgendwelchen destruktiven Verhaltensmustern oder so. Da kannst du eine solche Person hier kennenlernen. Und dafür wäre es halt super wichtig, meine Liebe und mein Lieber, dass du hier halt offen bist für diese neue Liebe in deinem Leben. Und wenn es hier gerade in deinem Thema überhaupt nicht um die Liebe geht, weil du da wirklich vielleicht glücklich schon seit 20 Jahren verheiratet bist oder so, dann nochmal diese Karte göttliche Liebe möchte dich darauf hinweisen, dass du eine sehr hohe Schwingung im Februar haben kannst, wenn du dich darauf einlässt und dass, wenn du Dinge mit Liebe tust und aus der Sicht der Liebe betrachtest, dass du hier schneller zu Lösungen von gewissen Themen findest, als wenn du eben zu sehr an der Oberfläche von oberflächlichen Dingen kratzt. Ja, mehr kann ich oder besser kann ich das, glaube ich, einfach nicht formulieren. Okay, lieber Krebs, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, dann gib mir doch bitte unbedingt einen Daumen nach oben oder abonniere hier gerne kostenlos meinen Channel, falls du es noch nicht getan hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Namaste.